Eine taktische Übung der Landstreitkräfte der Sowjetarmee. Neben bewährter Kampftechnik wie dem Schützenpanzer BMP und dem Panzer T-55 ein Gefechtsfahrzeug neuerer Konstruktion, der mittlere Panzer T-72. Wir wollten mehr über ihn wissen und fuhren in eine Panzereinheit der Nationalen Volksarmee und das erfuhren wir. Die 125 mm Glattrohrkanone, das 7,62 mm Turm-MG, ein 12,7 mm FLA-MG, neuartige Ziel- und Beobachtungsgeräte garantieren eine hohe Feuerkraft. Stabilisierung der Kanone in Seite. Beherrschen ihn. Kommandant, Fahrer und Richtschütze. Ein 780 PS Vielstoffmotor bringt die 41,5 Tonnen bis auf 60 km/h. Mit einem neuartigen System der Kraftübertragung, 7 Vorwärtsgängen und einem stufenlosen Lenksystem meistert er jedes Gelände. Zeit und Kraft spart. In 20 bis 25 Minuten hat sich der T-72 selbst eine Stellung geschoben. Feuerlösch, Kernwaffenschutz und Filterventilationsanlage bieten maximalen Schutz für die Besatzung. Mit dem T-72 werden die Traditionen des sowjetischen Panzerbaus fortgesetzt. Diesen Panzer einer neuen Generation finden wir neben der Hauptbewaffnung, dem bewährten T-55, in den Panzereinheiten der MVA.